Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu DTM Meets Assetto Corsa. Heute ist Dienstag meines Wissens. Wir haben gestern das erste Rennen gefahren, samt Qualifying, sind dann dort auf Platz 6 rausgekommen und deswegen starten wir heute auf Platz 6. Welch ein Wunder, ich mache das immer so, weil ich keinen Bock habe, ein zweites Qualifying zu fahren, weil es einfach keinen Sinn macht. Und das zweite Rennen ist ja dementsprechend länger, das heißt, wir kommen auch auf unsere Zeit. Ich habe jetzt hier ein 10-Runden-Rennen eingestellt. Das ist das Maximale, was geht mit Reifenverschleiß und Tankverschleiß, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, da wollte ich noch gucken. Tank brauchen wir, glaube ich, Reifen. Machen wir mal die Medium drauf. Tank brauchen wir 1 Liter pro Runde oder irgendwie sowas. Fahren wir mit 15 Liter raus. Das müsste auf jeden Fall reichen. Und ja, wie man sehen kann, super viel los hier am Norrisring. Oh, ja, das war natürlich wieder semi-gut, dass hier alles noch oben in die Ecke gequetscht ist. Dann lassen wir das jetzt einfach mal so. So, man gewinnt kein Rennen in der ersten Kurve. Außer man ist vom Loopy Racing Planet. Ah, es waren eingeschlagen. Kurz haben die unten neben uns auch weggezockt. Schauen wir mal, dass wir hier die Audis ein bisschen ärgern können. Verzu jetzt. So, nächste Runde ist dann DRS wieder angesagt, wenn es geht. Ich muss gerade gucken, ob alle Apps schon. Was bremst du denn so früh? Hier geht's doch viel später erst ums Eck. Oh, jetzt verlieren wir ganz. Ah. Wir lassen ihn vor uns. Ich hoffe, dass er vor uns über die Linie fährt. Bremst der schlagartig ab. Toll. Jetzt haben wir über eine Sekunde Rückstand. Jetzt dürfen wir unseren Klappflügel nicht aufmachen. Ich hätte doch auf die weichen Reifen wechseln sollen. Puh, das wird mal richtig knapp jetzt. Aber wir sind noch dran. Ja, das DTM-Rennen am. Boah, am Norrisring ist immer spannend wie Sau. War heute auch wieder ein mega spannendes Rennen. Natürlich am Sonntag meine ich. Weil heute ist ja Dienstag. Ja, ich habe es mir angeschaut. Brutal. Also wieder unter den ersten 8, 6 Mercedes. Dritter Bruno Spengler im BMW. Und die bremsen alle neben uns. Was ist denn hier los? Jetzt haben wir 1,2 Sekunden Rückstand, dürfen wieder unseren Flügel nicht aufmachen. Ich habe eigentlich gedacht, dass die auf Gegnerstrecke 96 ein bisschen schneller sind. Wir sind jetzt eine 54,5 gefahren. In der Realität wird eine 48,0 gefahren, habe ich jetzt heute. Also 48,1. Habe ich jetzt heute gesehen und wir übernehmen die Führung. Ja. Robert Wickens hat das ganze Ding locker nach Hause gefahren. Der hat, wann war das? Viertelstunde nach Rennbeginn ungefähr. Die Führung übernommen. Und dann eigentlich alles dominiert. Vor Chris Vitoris. Und dann eben Bruno Spengler und Matthias Ekström, die sich einen brutalen Fight geliefert haben in der. Was war es? In 3 Runden vor Schluss vielleicht? Da wollte der Spengler unbedingt vorbei, aber halt beide mega professionell, also super fair. Oh, das war ein bisschen schnell geschalten. Also war ein richtig geiles Rennen. Lukas Auer hat sich noch mit Maxime Attard und Jamie Green bisschen, ja, sie haben sich auf jeden Fall keine Freunde gemacht. War richtig geiles Rennen. Wäre gerne live dort gewesen, sind ja nur, was sind's denn? 100 Kilometer, wenn überhaupt. Aber ich hatte leider keine Zeit. Sonst wäre ich da schon gern hingefahren. Und habe auch keine Karten mehr bekommen. Fürs Sonntagsrennen. Weil Samstag hat es ja noch gepisst. Da war ja nicht so viel los. Und wir können uns hier einen ganz guten Vorsprung rausfahren. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel wir vor Rockefeller sind. 3,1 Sekunden. Sind schon in Runde 5.
und es wird langsam dunkel. Ich habe den Zeitmultiplikator auf 20 gestellt. Das ist ja mal brutal, wie schnell das dann geht. 20-fach, ich weiß, aber dann sind ja eine Sekunde 20 Sekunden, ne? Und wir fahren hier 10 Minuten, ne? Das sind dann 600, ja, das sind dann halt schon 1200 Sekunden. Wie viele Minuten sind das? 120, das sind ja 2 Stunden. War vielleicht etwas viel. Ich hätte es auf 10 stellen müssen, dann wäre es richtig rausgekommen. Oh, jetzt geht uns Sprit, leuchtet schon auf. Aber es müsste ja dann locker reichen, dementsprechend. Haben wir jetzt 5 Liter verbraucht, ja, das passt auf jeden Fall. Wir fahren hier unsere gemütlichen Rundenzeiten. 53,1 ist jetzt nicht am Limit. Gestern sind wir in der Qualifying, ne, im Rennen dann eine 51,5 gefahren. Ist jetzt auch nicht am Limit gewesen. Aber das war natürlich überhaupt nichts gerade. Aber haben schon 5,5 Sekunden Vorsprung auf einen Rockenfeller. Normalerweise sind ja auch Audis nicht so weit vorne. Aber Meyer hat sie halt hier vorne hingestellt und deswegen bleiben die jetzt auch vorne. Wir sitzen ja wieder im Auto vom Pascal Wehrlein von 2014 aber noch. Es gibt leider noch keine neuen Skins zum Download irgendwo. Die müsste man sich selber basteln und das ist mir zu viel. Ich bin nicht so gut im Skins basteln. Aber es wäre mal cool, wenn da jemand so eine 2015er Mod rausbringen würde. Blomqvist haben wir ja schon. Und Farfus haben wir schon. Und ich glaube noch jemanden. Da wo es aber auch nicht so aufwendig war, den zu erneuern. Ja, jetzt wird schon richtig dunkel. Da würde ich sagen, schalten wir mal das Licht ein, auch wenn sie überhaupt nichts bringen. So, haben wir jetzt noch 3 Runden. Schön. Schöne Führung auf dem ersten Platz. Ich weiß immer nicht, wie viel Vorsprung wir haben. 11 Sekunden. Sieht ganz gut aus für uns. Fahren jetzt hier nicht die aggressivste Linie. Müssen wir auch nicht, haben genug Vorsprung. Ist auf jeden Fall eine richtig geile Rennstrecke, ist auch ein gut gelungener Mod, muss man echt sagen. Link ist natürlich in der Videobeschreibung von beiden, von den Autos und von der Strecke. Wenn ich den noch finde von der Strecke, ich weiß nicht mehr so genau, woher ich die habe. Aber Google ist dein Freund. Da findet man es auf jeden Fall irgendwo. Verbremst. Macht auch nichts. 13 Sekunden Vorsprung. Also wir machen pro Runde 2 Sekunden gut. Ohne wirklich ans Limit zu gehen. Oh, jetzt ruckelt es aber gerade. Ja, muss dazu sagen, ich habe jetzt zwischen den zwei Rennen mal ein bisschen mit der Qualität und Auflösung rumgespielt. Also ich habe vorher alles auf Minimum gehabt und fahre jetzt auf Maximum. Ich weiß nicht, seit wann es geht. Bei mir ging es früher am 4K-Fernseher einfach nicht, in Medium oder so zu spielen. Online geht es immer noch nicht. Online habe ich extreme Probleme. Aber ja, jetzt hier so... So Rennen gegen die KI, komischerweise, kann ich jetzt anscheinend mit dem Grafiktreiber-Update, habe ich beim Curb innen, mit dem Update vom Treiber kann ich jetzt hier auf Maximum spielen. Auf jeden Fall interessant zu wissen. Oh, jetzt wird es aber schon richtig düster. Jetzt ist die Sonne schon tief. Wenigstens hatten wir heute wunderschönes Wetter, strahlender Sonnenschein, konstante Temperaturen, richtig schön warm. Und es wird jetzt einfach den Rest der Woche noch heißer und heißer und heißer. So, jetzt biegen wir ein letztes Mal auf die Stadt Zielgerade ab.
Und da haben wir gewonnen. Sieht man schön, wie die Tafel mit dem Kran reingehoben wird. Da wir hätten jetzt fast angefangen zu überrunden, wenn das Rennen ein bisschen länger gegangen wäre. Genau, das war's auch schon wieder für heute. Ich habe leider etwas Stress aktuell, deswegen sind die Videos mittlerweile kürzer, weil ich dann einfach weniger Zeit zum Rendern und Hochladen brauche. Weil ich einfach aktuell in der Arbeit mega Stress habe. Ich komme erst zum, wenn es gut läuft, komme ich um 7 nach Hause, meistens aber eher so 8, halb 9. Und da dann noch die Videos für euch herzurichten und alles, das ist mega aufwendig. Da müsst ihr mir ein bisschen verzeihen, dass ich da nicht immer up to date bin und auch nicht immer, nicht jeden Tag ein Video schaffe. Wenn es mal nicht geht, geht's nicht. Aber ich versuch's. Und ja, seid mir bitte nicht böse, wenn es ab und zu nicht hinhaut. Ich gebe eh mein Bestes. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da. Checkt auch noch die anderen Videos in der Endcard aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.